Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe eine Sache gefunden und zwar hier sieht man kaum Licht. Achso, weil ich die ganze Zeit Licht anhabe. Oh. Hier ist Bergwerk Blackwater Einweisung. Hier ist Vorarbeiter Hibbs, US-Energieministerium. Wenn Sie das hier hören, willkommen im Team und so weiter. Wahrscheinlich hat die Personalabteilung sich schon um euch gekümmert. Eine Sache aber muss ich noch einmal nachdrücklich betonen, damit ihr es auch wirklich kapiert. Unsere Regierung fördert im Bergwerk Blackwater Uran. Ihr seid ab jetzt also Bundesangestellte. All die Hintergrundprüfungen und Sicherheitsgespräche wurden nicht zum Spaß durchgeführt. Jeder Förderertrag, der zu gering ausfällt, ist ein Problem für die nationale Sicherheit. Denn dann wird eine Rakete weniger gebaut und ein Kraftwerk weniger versorgt. Das Energieministerium macht keine halben Sachen. Ich übrigens auch nicht. Also, geht zurück an die Arbeit. Buddelt ein paar hübsche Steine aus und betet, dass ihr auch morgen noch zeugungsfähig seid. Sehr nett, aber wir haben. Achso, hey. Wir haben hier noch Freddy Langs Holoband. Schneekanonen liefen auf Hochtouren und ich wusste, dass du nicht gerne Ski fährst. Also habe ich nicht erwähnt, dass ich aufbreche. Ich dachte, du würdest es mir ausreden. Hätte ich es dir doch nur gesagt. Wir sind beide Sturköpfe, aber eine von uns hätte nachgegeben. Dann wären wir noch zusammen. So oder so. Vielleicht ist es gut so. Diese Leute, mit denen ich jetzt lebe, würden uns wohl nicht akzeptieren. Ich musste noch härter werden als früher. Ich musste stehlen und töten. Noch schlimmer ist, dass ich mich hinter dieser Fassade verstecken muss. Irgendwie lebe ich. Aber was ist aus mir geworden? Bin ich immer noch die gleiche Alfredi, die du kanntest? Würdest du mich noch mögen? Ich hoffe, dass du mich verstehen würdest. Wer überleben will, muss stark sein. Und wenn das bedeutet, den Bösewicht zu spielen und einen Haufen Monster anzuführen, um die Schwachen auszuplündern, dann mache ich das eben. Das hat mir nichts, nichts gebracht. Ja gut, das hat uns jetzt leider nicht vorangebracht. Ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass da jetzt irgendwas drin steht. Sodass ich jetzt doch nichts gelesen habe. Ah, dumm gelaufen. Ist das ein anderer Ort hier? Okay, finde den Schlüssel der Blackwater-Banditen.
Die einzigen Banditen, die ich gesehen habe, waren tatsächlich die Köpfe der Banditen, und zwar da hinten, aber ich bezweifle stark, dass wir da richtig sind. Komm, Pilze muss ich essen. Whisky, Spitzhacke, bisschen Licht. Psycho. Hier wären wir wieder nicht, finde ich. Da sind wir zwar hier oben. Aber selbst hier ist nichts. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Kann ja wohl nicht so schwer sein, den Scheiß zu finden, oder? Konzentration, sehr Konzentration. Das Ding haben wir aufgebrochen. Aber auch hier war nichts. Hatten wir nicht irgendwie wenigstens... Wir hatten doch einen Marker heute Morgen. Also heute Morgen sag ich schon. Vorhin. Was, wenn ich ins Wasser steige? Komme ich nie wieder raus oder was? War nicht die beste Idee. Oh oh. Oh oh. Hier ist eine Leiter, aber die kann ich nicht benutzen. Ich habe ein dezentes Problem. Aber wenn ich meine Power-Rüstung verlasse, müsste sie ja innerhalb von 10 Sekunden zurück zu mir kommen. Oh oh. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Oh Gott. Ja. Das finde ich so cool. Ups. Oh. Es kann doch nicht wahr sein, dass das so schwer zu finden ist. Vielleicht ist der Scheiß auch verbuggt jetzt. Vielleicht sollte ich mich kurz ausloggen. Wir machen erstmal eine andere Quest. Komme ich jetzt bei der Power-Rüstung wieder? Maschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Ich habe sie so eingerichtet, dass man mit den Zutatenbehältern in der Fabrik Eintopf herstellen kann. Die Maschine macht einen höllen Lärm, also werdet ihr wahrscheinlich ungebetene Gäste bekommen. Ich weiß doch irgendwo am Arsch der Welt, oder nicht? Aber Dolce war doch hier irgendwo. Und irgendwie funkt hier die ganze Zeit. Egal. Gehen wir zurück. Hier ist ja was los gewesen. Okay. Ja, die einzige Stelle, die ich noch irgendwie erahnen könnte, ist da, wo wir die Uran-Quest gemacht haben. Ansonsten echt, Leute, weiß ich nicht, wo dieser scheiß Schlüssel ist. Wieso habe ich da jetzt zwei Markierungen? Und wieso leben die Ratten wieder? Ups, war ich nicht. War so klar, hinter mir so eine Scheißratte ist. Lass mich nachladen, lass mich nachladen. Sei eine liebe Ratte. Sie kommt da nicht hin. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß nochmal durchlaufen. Ach Gott, ey. Ich hasse Kleinviecher. Die sind einfach nicht zu treffen. Oh,
seid ihr nervig. Alter Schwede. Ja, zumindest haben wir gleich ein Level up. Etwas Positives. Wenn jetzt die Quest wieder funktioniert, weil die Uran-Quest kurz unsere Quest abgeschaltet hat, dann drehe ich durch. Ich will mich ja nicht beschweren, weil hier sind so viele Gegner. Ist ja nicht so, als hätte ich die alle schon getötet gehabt. Okay, da sind meine Leichenteile. Aber was ist die andere Scheiße da? Leute. Chillt mal. Ja, guck mal, da oben ist irgendwas. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich hoffe, es trifft. Erreiche eine höhere Stufe. Nice. Noch einer weniger. Ich kann meine Rüstung gleich reparieren, ganz ehrlich, das wird kacke. Wie viel Munition habe ich noch für die andere Waffe? Oh, nicht mehr viel. Oh, das bringt so gut wie gar nichts, ey. Die sind einfach noch vier. Oh. Was? Töte leuchtende Todeskrallen? Es? Das sind doch keine Todeskrallen. Aber gut, ich nehm's hin. Kein Problem. Alle bitte hinten anstellen. Alle kommen mal dran. Die sind wahrscheinlich nur wegen der Uran-Quest hier, kann das sein? Ich glaube nicht, dass alle leuchtend sind. Wobei, Uran, ich weiß ja nicht. Könnte schon sein. Ist auf jeden Fall realistisch, dass alle leuchten. Und da ist sogar der Big Boss. Ich hoffe, du hast guten Stuff dabei, damit sich der ganze Scheiß überhaupt hier lohnt. Jetzt ist hinter mir auch noch einer. Oh Gott! WTF! Auch das noch. Okay, Moment. Nein! Wähl die Waffe aus. Ich schlag euch jetzt zusammen. Es reicht. Es reicht! Was ist denn hier los? Hier ist einfach alles voll von diesen Viechern. Das kann doch nicht sein. Oh. Da ist noch einer dahinter. Ich fass das nicht. Wo kommt ihr denn alle her? Da kann doch nicht sein, dass hier 50 Viecher von euch sind. Ich werde von allen Seiten zusammengeschlagen.
Kann ich dich jetzt Wasser schubsen, damit du Ruhe gibst? Natürlich nicht. Ist jetzt langsam mal gut. Meine Fresse. Oh, ich schleiche die ganze Zeit. So, ich muss jetzt alles mitnehmen, was... Okay. Verschwinde einfach, ist gar kein Problem. Ist ja nicht so, als hätte ich da eine Milliarde Kugeln in dich reingefeuert. Und dem kriege ich gar nichts. Ach. Wie viele Leichen hier rumliegen, ey. Ach. Deswegen gab es die Quest nicht. Das war der Dödel. Ach. Hätte ich sofort drauf kommen können, ne? Na gut. Das war ein Theater. Ich bin froh, diese scheiß Grotte jetzt hier zu verlassen. Mann, ey. Was ein Scheiß. Oh, ich bin sehr froh gewesen, dass ich wenigstens das Schwert hatte. Gut, Schrotflinte. Hätte sie auch reparieren können jetzt, ne? Aber nee, die Gefahr, dass da alles respawnt. Nee. Nee. War ich nicht mit. Ich hab keinen Bock, da nochmal durchzulaufen. Da waren 15, 20 Stück von diesen Viechern. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Läuft da ein Spieler durch die Gegend, versucht irgendwie die Quest zu machen, kommt da 20 Grubenhauer oder wie auch immer heißen. Und irgendwie ist jetzt die Tür offen. Keine Ahnung. Wir haben erstmal ein Level abzumachen. So, das haben wir ja schon im Max-Rang, ne? Pistolen nutze ich jetzt nicht so wirklich. Ja, ich benutze ja keine Nahkampfwaffen, das ist doof. Dann müsste ich erst das Schleichen ausbilden und dann das. Okay, was sagt mir denn die Stärke? Schusswaffen, nein. Schrotgegenstände haben wir voll, Schrotflinten wiegen und werden schneller geladen. Schrotflinten verursachen mehr Schaden, das könnte ich noch machen, ja. Was ist das denn? Beim Sprinten in Powerrüstung wird nur halb so viel Fusionsenergie verbraucht. Was soll's? Was muss, das muss. Gegrüßt. Erkennungsfehler, das System ist zurzeit außer Betrieb. Hey, da sind sie ja wieder. Ich schätze, sie haben es gefunden, oder? Ich nehme es einfach mal an. Also weiter im Programm. Schauen wir als nächstes bei den Fallenstellern nach. Sie hatten ein Lager in der Nähe von Devil's Backbone, um die Straße im Südosten im Auge behalten zu können. Wir haben nie erfahren, was mit ihnen passiert ist. Wir waren schon recht schwach aufgestellt, als sie verschwanden. Irgendwer oder irgendwas hat sie wahrscheinlich erledigt. Vielleicht haben sie eine Notiz oder einen anderen Hinweis zurückgelassen. Das waren ziemliche Naturburschen. Haben gerne gekämpft und gejagt. Also Vorsicht, wenn sie im Lager nach ihrem Schlüsselteil suchen. Falls es nicht offensichtlich sein sollte, die hatten es echt mit Fallen. Oh, danke. So, du kannst ja weg, ne? Oh, bin froh, dass ich da nicht mehr hin muss. Hi! Dienen und Schützen. Habe ich noch den Schrott dabei? Habe ich den schon verkauft gehabt? Wenn, dann habe ich ihn abgelegt. Aber egal. Federn. Wieso hat hier kein Schwein Schrauben? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ich brauche Schrauben. Ich stehe zu Diensten, Sir. Nichts hast du. Oh Gott. Ah, achso, bin noch auf Schrott. Verfolgt mich das Viech? Ich glaube schon. So, was hast du denn da so schönes? Lagerhaus-Set, Metall-Set. Ihnen behilflich sein. Ballistische Fasern, irgendein Scheiß, Kork, Plastik. Ja, vielleicht Plastik noch, aber das war's auch. Ihnen und Schützen. Ja, ist eine gute Enttäuschung hier. Gatling-Geschütz, Kriegstrommel, Bowie-Messer, Gehstock. Nichts, was für mich wäre. Alter, lass mich doch in Ruhe! Such dir ein eigenes Leben. Okay. Wo müssen wir als nächstes hin? Ach du Scheiße, da müssen wir auch noch hinlaufen. Das sind zwei! Wenn einer mich sieht, bin ich am Arsch. Dann verstecke ich mich da drinne. Oh oh. Hilfe? Soweit ich gelesen habe, haben sie die auch genervt. Ich kann Scorch-Spieß fertig machen. Das ist meine Chance. Wenn ich den treffen würde. Mit was zur Hölle legt er sich überhaupt an? Ich mach gar nichts an Schaden. Oh nein, die sind zu zweit, oder? Wir gucken mal kurz hier durch die Lücke. Oh, das Ding ist fast tot. Gegen wen oder was kämpfen die bitte? Stell dir vor, ich könnte die platt machen. Ich bezweifle stark. Ich glaube nicht, dass ich genug Munition habe. Ich habe ein paar Mal drauf geschossen. Habe ich irgendwas, was ich machen könnte? Ich weiß nicht mehr, ob das Schaden macht. Aber gegen was kämpfen die denn? Nur gegen den Mr. Handy? Das muss der krasseste Mr. Handy sein, den ich jemals gesehen habe. Aber ich helfe ihm. Aber ich glaube, der Mr. Handy hat verloren, oder? Wenn ich an der Beteiligung eines Brandbiestes Level 80 beteiligt wäre. Holy shit. Oh oh. Jetzt seid ihr aber nicht hinter mir her, oder? Ich befürchte schon. Mache ich dem überhaupt Schaden? Jetzt mal ganz im Ernst. Damit vielleicht ja ein bisschen. Oh, ganz minimal. Alter Schwede.
Aber der hat die Brandbestien so fertig gemacht bisher. Ich schleiche mich da jetzt hin und guck, wer zur Hölle da so stark ist. Und Roboter können sie ja nicht in... verwandeln, ne? Ach, Whitespring Aggressor. Ach, das Ding macht die fertig. Ah, das ist nice. Okay. Wenn ich es schaffe, an so einem Brandbestien-Kill beteiligt zu sein. Junge, Junge, Junge. Aber erst muss ich was essen. Habe ich noch Essen dabei? Ich habe verdorbene Sachen. Und ein bisschen Wasser. So. Wir haben beide noch verdammt viel Leben. Sei aber nicht so pissig auf mich, ja? Ich bin nur der Typ, der hinten drauf schießt. Und euch nervt. Euch kitzelt sozusagen. Ich bin einfach nur so eine Zecke, die niemand bemerkt. Oh, oh, oh. Ja, okay, 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 okay. Nein, ich bin doch nur eine Zecke. Oh, der ist fast tot. Guckt ihn euch an. Kannst du nicht abstützen? Das wäre ein bisschen leichter für mich, dich zu töten. Und so zu tun, als würde ich dich töten. Weil eigentlich mache ich ja gar nichts. Das war ein guter Headshot. Oh ja, ich hab ihn. Oh, 512 Erfahrung. Okay, ich loote ihn erstmal. Ist mir alles scheißegal. Brandbestien Hirn. Und Kleidung, die keiner braucht. Okay. Nice. So, willst nur noch du? Huch. Ach, guck mal, da war noch ein anderer Spieler, der mit drauf gehauen hat. Es ist mein Loot. Scheiße, ich komme nicht rechtzeitig an. Wo ist der jetzt abgestürzt? Hier irgendwo, ne? Hä? Der muss wahrscheinlich genau hier sein. Und ich sehe den Typen nicht. Und der hat sich ausgelockt. Hä? Naja, zumindest habe ich hier Erfahrung bekommen. Ich hätte gerne noch den Loot gehabt. Was habe ich jetzt da bei dem einen gefunden? Das muss Kleidung gewesen sein, ne? Ja, den hier habe ich gefunden. Ja, super. So eine Brandbestie. Das kann man doch nicht übersehen. Der war hier und ist dann abgestürzt. Und dann verschwunden. Danke, Bethesda, dass ich nichts bekomme dafür, dass ich eine fucking Brandbestie getötet habe. Oh. Hier wohnt jemand, oder? Das ist eine Spielerhütte. Scheint so. Oh. Na gut, dann kann ich wenigstens gleich kochen. Ja, wir haben 1000 Erfahrungen bekommen dafür, dass wir Brandbestien getötet haben. Aber ich guck noch mal kurz. Ich würde gerne echt die Leiche finden. Weißt du, kommt da so ein Spieler daher und schießt einmal drauf und freut sich dann Keks. Und ich mach die ganze Arbeit. Ja gut, eigentlich war es der Aggressor, aber...
Das kann er ja nicht wissen. Das war ich, kleiner Little Level 33er Schüler, der zwei Brandbestien fertig gemacht hat. Ja, keine Ahnung, wo die ist. Oh. Also gut, ich hoffe, dass nach dem Schneiden die Folge nicht zu kurz wird. Ich werde jetzt nämlich im Video kurz gucken, wo die Brandbestie hingeflogen ist. Haut rein, euer Zero. Tschüss.